herzlich willkommen bei Fitorial und unserer 30-Tage-Challenge. Wir sind bei Tag Nummer 6. Ich halte das auf keinen Fall ein ganzes Video lang aus. Wir sind bei Tag Nummer 6 und heute braucht ihr wieder keine Sportklamotten. Also einfach nur uns zuhören, berieseln lassen und langsam zum Sportler werden. Heute sprechen wir darüber, was Sport für uns bedeutet und welche Funktion Sport für uns eigentlich hat. Was für einen Einfluss auf unser Leben, auf unser Wohlbefinden vor allen Dingen. Dann erzähl doch mal, Melli, was heißt das für dich, Sport machen? Was macht das mit dir? Wann machst du Sport? Wie fühlst du dich? Also, wann mache ich Sport? Also, ich habe so meine festen Tage in der Woche für mich geplant. Das diktiert mir keiner. Klar, an den Tagen, wo ich Kurse gebe, habe ich nicht so die Wahl. Da muss ich hin. Aber das ist für mich tatsächlich fest eingeplant. Ich habe das auch so in meinem Kalender stehen. Und zwar nicht, weil das irgendwie so ein lästiger Pflichttermin ist, sondern weil das meine Vorfreude mitsteigert. Wenn ich das da stehen sehe, dann weiß ich schon, heute nach der Arbeit machst du das und morgen machst du das und übermorgen hast du trainingsfrei. Und das gibt mir schon einfach, allein der Gedanke daran gibt mir schon total was. Da bist du aber schon sehr weit im Sportler-Mindset. Also da gucken jetzt wahrscheinlich manche Zuschauer und denken sich, die hat Vorfreude auf Sport. Ja, tatsächlich. Und genau dahin wollen wir euch ja letztlich bringen. Ja? Ich finde das sehr schön, wie du es gerade gesagt hast, weil genau das möchte ich eigentlich vermitteln, dass es nicht Pflichttermine sind. Das ist keine Maßnahme, die wir ergreifen müssen. Ah, ich muss diese Woche ja noch Sport machen. Bei mir ist es sehr, sehr ähnlich. Sonntag ist mein Basketballtag. Ich glaube, du kennst das manchmal. Da sitze ich da und reibe die Hände und freue mich auf Sonntag. Weil ja, wenn wir uns samstags irgendwie sehen, Samstagabend, erzählt er dann schon so, morgen Basketball. Morgen ist Basketballtag und tatsächlich die Workouts so in der Woche, die ich mache, manches davon, würde ich auch sagen, ist jetzt gar nicht so sehr, dass das währenddessen so viel Spaß macht. Also jetzt, ich sitze da nicht und denke, boah, Liegestütze sind die schönste Bewegung auf der Welt. Aber auch da habe ich, und das hast du ja gerade schon gesagt, diese Vorfreude. Ich weiß schon, okay, ich mache das, ich mache auch aktive Regeneration zum Beispiel, massiere mir ein bisschen was rum, dehne mich. Immer mit dem Blick, cool, am Sonntag kann ich sozusagen das Ticket wieder einlösen und die Euphorie mitnehmen. Ja, das ist bei mir ja ziemlich ähnlich. Also ich habe ja Programme, die ich unterrichte. Also das eine ist so eine Mischung aus Yoga, Pilates und Tai Chi. Und ich unterrichte auch noch ein Tanzprogramm, also ein Tanz-Fitness-Programm. Und da liegt auch so voll meine Leidenschaft. Also ich mag alles, was mit Rhythmik zu tun hat, mit Fluss. Und gleichzeitig braucht man aber für all diese Bewegungen auch eine Menge Kraft. Und da mache ich eben noch andere Sachen für mich, also für die, die es nicht wissen. Ich bin Les Mills-Instruktorin und ich mache aber auch Kurse für mich, die ich selber nicht unterrichte, Formate, die ich selber nicht unterrichte. Und unter anderem gibt es ein Langhantelprogramm, das ich da ganz gerne mache. Und gerne aber nicht im Sinne von, wie ich gerne tanze, sondern das ist dann schon, das ist eher die Pflicht, damit ich eine gute Basis für die Kür habe. Also ich weiß halt, mit Bodypump kann ich einmal meinen kompletten Körper von oben bis unten, alle Hauptmuskelgruppen durchtrainieren. Und dann stehe ich auch nicht da und sage, geil, wie sich die Stange heute schon wieder für mich anfühlt. Aber wenn ich einfach so merke, meine Muskeln arbeiten, ich trainiere ganz gern mit Spiegel, ich sehe das dann auch im Spiegel, welche Muskelgruppe ist gerade aktiv. Und ich weiß dann, ich spüre das beim Tanzen. Meine Beine werden nicht so schnell müde. Wenn ich viele Armbewegungen habe, meine Schultern geben nicht so schnell nach. Und dann kann ich natürlich das Tanzen, was für mich absoluter Spaß ist, wo ich nach Sekunde 1 vergessen habe, dass ich gerade Sport mache, kann ich viel mehr genießen, weil mein Körper sich nicht so schnell mit irgendwelchen Müdigkeitserscheinungen meldet, weil ich ihn ja sehr gut darauf vorbereitet habe. Yoga-Posen kann ich viel tiefer reingehen, viel länger halten, so eine Kriegerposition, weil meine Beine nicht nach 3 Sekunden anfangen zu zittern und sagen, oh, bitte wieder lösen. Ja, ich kenne das ähnliche Gefühl dann zum Beispiel beim Snowboard-Urlaub. Da bin ich im Prinzip den ganzen Tag nur noch dabei, dass ich den Ertrag holen kann. Ernten, ne? Ich kann ernten. Ich habe alles, was ich dann so im Winter im Training sozusagen gesät habe, ist dann beim Snowboardfahren, merke ich, oh, ich halte durch. Ich kann schon wieder irgendwie einen 6-7-Stunden-Tag machen. Und es macht wirklich Spaß dann. Diesen Erfolg immer, also Investition, und dann quasi die Ernte. Die Rendite, abholen. Die genau. Rendite, ja. Und ne, wenn in dem Moment, wo du investierst, du weißt wofür. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dieses Wofür
Es ist, glaube ich, sehr viel wertvoller, wenn dieses Wofür in einem Gefühl liegt, als zum Beispiel nur dieses, ja, wofür für meinen Sixpack, weil das im Bikini oder in der Badehose gut aussieht. Das ist immer so eine, ja, das ist so ein bisschen kurzfristig gedacht. Und es gibt Leute, die da vielleicht extremst egoman unterwegs sind und für die ist das der ultimative Motivator, aber für die meisten von uns ist das nicht so. Und wenn du einfach weißt, du machst das gerade, weil du dann bei einer anderen Sache, die dir unglaublich viel Spaß macht, viel länger durchhalten kannst und viel weniger über das nachdenken musst, was du gerade machst, das ist für mich so der ultimative Motivator. Ja. Dann möchte ich noch einen Aspekt ansprechen, der ja mittlerweile auch wissenschaftlich schon längst bewiesen wurde, und zwar, dass Sport auch ganz klar bei deinen Gefühlen helfen kann und zum Beispiel bei depressiven Verstimmungen dafür sorgen kann, dass du, sagen wir, ein bisschen mehr wieder ins Gleichgewicht kommst. Ich möchte nicht so weit gehen, zu sagen, du hast eine Depression, geh mal ein bisschen laufen. Mach mal ein bisschen Sport, dann wird das schon wieder. Dann wird das schon wieder. So natürlich nicht. Darum geht es überhaupt gar nicht. Aber man kennt das, man fühlt sich, irgendwas stimmt nicht so ganz am Tag und man kommt nicht so richtig in die Pötte oder man fühlt sich irgendwie... Es ist einfach, man kann es auch gar nicht richtig gut beschreiben. Es ist einfach ein Gefühl, irgendwas ist nicht cool. Und dann habe ich für mich gemerkt, wenn ich es dann schaffe, diesen einen Punkt zu überwinden, weil man hat dann ja meistens so diesen Punkt, ich will eigentlich gar nichts machen. Mhm. Und dann versuche ich mich daran zurückzuerinnern, wie ist das denn nochmal, wenn ich dann Sport gemacht habe? Wie fühle ich mich denn danach? Naja, das ist eigentlich immer ziemlich gut. Und das ist dann wirklich, dann schaffe ich es und sage, komm, ich fühle mich heute nicht gut, aber ich gehe jetzt nochmal aufs Rad und fahre mal eine Stunde durch die Gegend. Oder ich gehe nochmal ein bisschen Basketball spielen oder ich mache mal ein Fitorial 5. Manchmal wirklich, das habe ich auch wirklich mit unserem Workout schon gemacht. Also ja, du machst 5 Minuten dieses Workout und denkst danach, boah, jetzt ist besser. Ja, auf jeden Fall. Ich bin geheilt, so nicht, aber es ist besser. Und ja, das sind so die Aspekte. Da hoffe ich auch, dass wir euch wieder so ein bisschen anstecken können, weil man wirklich sich da so ein bisschen auch so selber rausholen kann und nicht, manche machen ja auch dann irgendwie was in meinen Augen völlig falsch ist, sich noch weiter da hineinbegeben in dieses Tief und vielleicht auch noch traurige Musik hören oder dann vielleicht noch 2-3 Bier trinken oder so. Und dann hast du eigentlich diesen Abwärtstrend. Und das Schöne mit Sport ist, du kannst den umkehren, du kannst es wieder nach oben bringen. Also wer nach diesen Worten von uns jetzt nicht völlig Lust hat, morgen mit uns wieder ein Workout zu machen, dann weiß ich auch nicht weiter. Nee. Wir sind ja wohl die besten Motivatoren überhaupt. Also heute hattet ihr nochmal Pause, morgen gehen wir wieder zusammen Vollgas. Und bis dahin dürft ihr euch noch ein bisschen regenerieren, aktiv oder passiv, wie ihr es möchtet. Oder Sportklamotten schon mal rauslegen, bereitlegen für morgen. Ich glaube, das ist auch für dich immer schön, oder? Das ist für mich wunderschön. Das ist so der Tussi-Aspekt bei mir. Ich liebe es, für die Woche schon meine Sportklamotten bereitzulegen und freue mich einfach schon darauf, die Sachen anzuziehen. Und weißt du, wie das bei mir aussieht? Basketball. Du greifst blind in die Schublade? Wirklich, ich weiß, ich muss jetzt zum Basketball. Bis 10 Minuten bevor ich losgehe, denke ich so, oh Gott, habe ich überhaupt gewaschen? Riecht noch gut, komm. So, bis morgen.